Hey ho, herzlich und willkommen. Mein Name ist Johnny Walpes und ich beantworte deine Fragen. In diesem Video geht es darum, wie nehme ich erfolgreich ab, was ist die beste Diätform, welche Diätform gibt es, ist Sport zum Abnehmen nötig und was muss ich sonst noch alles bei einer Diät beachten? Wenn du auch eine Frage hast, dann lass es mich doch in den Kommentaren wissen oder schreib mich bei Facebook an. Da wir momentan immer noch in den Wintermonaten sind, also in den dunklen Monaten, in denen die Winterdepression so hoch ist, möchte ich euch noch einmal mein Vitamin D-Video, welches ich jetzt hier einblende und in die Videobeschreibung packe, ans Herz legen. Momentan ist bei mir selber Diät angesagt und irgendwie merke ich auch, dass das so ziemlich bei fast jedem anderen angesagt ist, denn so gut wie 50% aller meiner Facebook-Nachrichten momentan drehen sich um das Thema Diät. Lass mich doch wissen, wie deine Planung für das Jahr 2014 ist. Bist du vielleicht auch schon in der Definitionsphase? Schreib es mir doch in die Kommentare. Die einzige Bedingung für eine erfolgreiche Diät ist die, dass deine Kalorienzufuhr kleiner ist als dein Kalorienbedarf. Führe deinen Körper also weniger Energie gemessen in Kalorien zu, als dieser verbraucht, und komme somit in ein Defizit, wodurch der Körper auf körpereigene Reserven zugreifen muss, wodurch du wiederum abnimmst. Die drei Schritte für eine erfolgreiche Diät sind nun, den Kalorienbedarf zu ermitteln. Das geht auf Seiten, die ich dir beispielsweise in der Videobeschreibung verlinkt habe. Der zweite Schritt ist eine Sicherheitsmethode. Zähle deine Kalorien. Nur wer seine Kalorien wirklich zählt, der kann auf jeden Fall sicher sein, dass er im Kaloriendefizit ist. Und das Kaloriendefizit ist auch bereits der dritte und letzte Schritt. Führe deinem Körper weniger Energie zu, als er verbraucht. Und er nimmt ab. Nehmen wir beispielsweise einen Menschen mit einem Bedarf von 2000 Kalorien, der aber nur 1700 Kalorien zuführt. Somit ist er in einem Kaloriendefizit von 300 Kalorien und nimmt ab. Die Höhe des Kaloriendefizits ist abhängig davon, wie schwer du bist. Eine Person, die 150 Kilo wiegt, kann ein größeres Defizit fahren als eine Person, die nur 40 Kilo wiegt. Hier auch als kleines Wort der Warnung, versuche nicht zu schnell abzunehmen. Wenn du bei einem der beiden Rechner, die ich dir in der Videobeschreibung verlinken werde, Fettabbau kontrolliert eingibst, dann bekommst du bereits ein Defizit mit eingerechnet. Für alle anderen, die es anders ausrechnen, ein Defizit von 300 bis 500 Kalorien ist ein super Defizit. Wenn du so wenig Muskelmasse wie möglich verlieren möchtest, dann halte dein Defizit dementsprechend klein und versuche pro Woche, aber Achtung, auch hier kommt es auf dein eigenes Gewicht an, zwischen 0,5 und 0,75 Kilo abzunehmen. Ballaststoffe sind nicht nur im Aufbau, sondern allgemein immer, also auch in der Diät, wichtig. Als einen guten Richtwert kannst du nun pro 1000 Kalorien, die du Bedarf ohne Defizit hast, 10 Gramm Ballaststoffe nehmen. Als Beispiel bedeutet das, für eine Person, die einen Bedarf von 2500 Kalorien hat, wären das 25 Gramm Ballaststoffe. Für die optimalen Werte deiner Vitamine und Mineralstoffe in einer Diät verlinke ich dir ein paar Seiten in der Videobeschreibung. Jedes einzelne hier zu nennen würde zu lange dauern, allerdings ist bereits eine Videoreihe über Vitamine geplant. Das einzige Vitamin, welches du sogar um das Zehnfache in der täglichen Einnahmeempfehlung überschreiten darfst, ist Vitamin D. Hier verweise ich noch einmal auf mein Vitamin D-Video. Die Zusammensetzung deiner Makronährstoffe spuckt dir einer der beiden Rechner, die ich dir verlinke, bereits aus. Für alle anderen gilt, der Proteinanteil in deiner Diät darf gerne 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bis hin zu sogar 2,5 Gramm betragen. Fette sind sehr wichtig für den Hormonhaushalt und deshalb bitte ich dich darum, bitte, bitte bleib über 0,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag in deiner Diät, denn ansonsten wirst du deinen Hormonhaushalt ganz schön durcheinander bringen und das ist nicht besonders empfehlenswert. Atkins-Diät, Low-Carb-Diät, Low-Fat-Diät, Brigitte-Diät, Trendkost, es gibt sehr viele Diätformen, aber welche von ihnen ist nun die beste? Die richtige Antwort hier drauf ist, dass jede Diätform, egal welche sie auch ist, funktionieren kann, wenn sie folgende Bedingung erfüllt. Führe deinen Körper weniger Kalorien zu, als dieser verbraucht und komme somit ins Kaloriendefizit. Viele Diäten verstehen sich darum, sich sehr gut zu verkaufen. Es gibt sehr viele Bücher über Diäten, die natürlich wiederum Geld kosten und dieses Geld, das schießt dir diesen Leuten sozusagen direkt in den Arsch, denn jede Diät, die weniger Kalorien zuführt, als sie verbraucht, funktioniert. Da die meisten dieser Diäten aber eine Einschränkung der Lebensqualität mit sich bringen und sehr einseitig teilweise sind, ist es eigentlich nur empfehlenswert, eine kalorienreduzierte Diät zu machen, in der du von jedem Makronährstoff ein bisschen runtergehst. Zum optimalen Muskelschutz empfiehlt sich auch in einer Diät nicht
wie bekanntlich auf 12 Wiederholungen hochzugehen. Ein Video dazu verlinke ich dir auch hier, warum das Bullshit ist, sondern weiter schwer zu trainieren und in einem Wiederholungsbereich zwischen 4 und 8 Wiederholungen zu bleiben. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und deine Frage beantworten. Solltest du weitere Fragen an mich haben, stell sie mir einfach in den Kommentaren oder schreib mich direkt auf Facebook an. Ich beantworte deine Fragen gerne. Mein Name ist Johnny Walpass, ich esse jetzt noch meinen Reis und beantworte deine Fragen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.